Hey. Dies wird ein, glaube ich, ein sehr persönliches Video, von dem ich auch noch nicht weiß, ob ich es hochstelle, weil ich gerade ja sehr mit Ängsten kämpfe und es ist nicht sehr. Es ist ziemlich herausfordernd, sage ich mal, mich mit diesen Ängsten zu zeigen. Ja, für die, die schon noch nicht meine Videos verfolgt haben, ich bin jetzt ja, vor ein paar Tagen aus Thailand zurückgekommen. Wollte eigentlich 2 Monate in Thailand bleiben, bin dann 3 Monate geblieben. War auf der Insel Koh Phangan und die Insel ist die Insel der Veränderung und ja, sie hat super viel, die hat quasi mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich befinde mich gerade quasi in den ersten Tagen eines neuen Lebensabschnittes. Und ich bin sehr froh, dass ich das April-Video noch gemacht habe. Ich verlinke dir das mal in den Infokarten, weil ich mache ja die Videos auch für mich. Und da habe ich halt gesagt, dass wenn der Frühling ist ja auch jetzt diese Jahreszeit, wo Dinge neu anfangen, noch ganz zart sind und sehr verletzlich. Und so ist auch mein neuer Lebensabschnitt noch sehr zart und verletzlich. Und ich weiß aber, dass es richtig ist, das zu tun und um aus diesen Ängsten rauszukommen. Welche Ängste das sind, ich habe ja viele Jahre als Heilpraktikerin gearbeitet, in der Praxis und habe einfach die letzten Jahre gemerkt, dass ich irgendwie die Liebe dazu verloren habe. Und mit etwas Abstand in Thailand habe ich dann kapiert, woran das liegt, dass ich quasi die ganze Zeit meine Existenzangst bediene. Ja, die taucht auf und deswegen mache ich die Kurse. Ja, um das Geld zu haben, um diese Existenzangst immer flach zu halten. Ich liebe meine Arbeit. Ja, ich liebe es, Kurse und Gruppen zu machen. Doch dieser Beigeschmack, der hat sozusagen hier die Suppe versalzt. Ich mache auch weiterhin noch Retreats. Das habe ich mir erhalten, weil das ist wirklich genau das, was ich machen möchte. Eine tiefe Arbeit in einer großen oder in einer schönen Gruppe. Und ja, das mache ich auch weiter, weil es wirklich das ist, was ich machen will. Aber ich will es halt nicht mehr machen, um irgendwelche Ängste zu bedienen. Und ja, ich habe dann in Thailand beschlossen, erstmal die Praxis niederzulegen, um mich diesen Ängsten zu stellen, um mich denen auszusetzen. Und jetzt habe ich quasi keine Arbeit mehr, die dafür sorgt, dass regelmäßig Geld nachkommt. Und das möchte ich so lange machen, bis ich, also ich möchte einfach Dinge tun, die mir Freude bereiten, die ich liebe. So wie zum Beispiel diese Videos oder E-Books schreiben. Und ich möchte mich dem Leben anvertrauen und schauen, was passiert. Ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich bin jetzt wohnungslos. Das macht mir auch sehr große Angst. Ich habe immer, das hängt mit der Existenzangst zusammen. Ich hatte immer diese Gedankenkette, wenn ich kein Geld mehr verdiene, also wenn ich nicht dafür sorge, dass was nachkommt, dann lande ich unter der Brücke, dann bin ich obdachlos. Und jetzt habe ich quasi genau das, mir so ein Leben kreiert, wo ich ganz viele Übungsfelder habe, mich diesen Ängsten und Befürchtungen zu stellen. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt zurückgekehrt. Also es war schon so, dass ich dann reif war, dass ich meine Dinge geklärt habe. In Thailand und auch ja aufgetankt habe. Und jetzt bin ich zurückgekehrt und erstmal nach Leipzig und ich habe ja meine Wohnung untervermietet und
war dann da und habe da einiges organisiert. Ich war beim Rohkost-Potluck, habe da ganz viele liebe Menschen wieder getroffen und auch so in Leipzig habe ich Freunde wieder getroffen. Und ja, dann bin ich zu Tobias gefahren, mit dem ich die Retreats mache, hier nach. Und weil wir einfach gemeinsam an den Projekten arbeiten, weiterarbeiten wollten. Wir haben Videos gemacht und planen einfach weiter die genaueren Details zu den Retreats. Es gibt ja im Sommer eins und im Herbst eins und also zur Meditation und Fasten. Ja, und das ist auch sehr schön hier, aber ich habe gemerkt, ich muss weiterziehen. Und das kam jetzt früher als gedacht, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr hier bleiben. Und ja, auf einmal kam dann diese Angst hoch, weil ich habe nur dieses Gefühl, oder dieses Wissen, ich kann hier nicht bleiben, aber ich weiß noch nicht, wo ich als nächstes hingehe. Und das ist ja auch genau das, was ich üben wollte, warum ich mir dieses Leben gerade kreiert habe, mich anzuvertrauen und ja, jetzt kommt dieser Schritt ins Nichts, dieser Schritt ins Unbekannte. Es ist halt ganz anders als mein bisheriges Leben, wo ich genau wusste, okay, ich habe die und die Kurse, die und die Patienten, Klienten, die und die Gruppen, ich sehe dann und dann die Freunde, ich hatte meine Wohnung, ich hatte so einen Alltag, ne? Und jetzt gibt es den einfach nicht mehr. Ich bin dadurch sehr im Hier und Jetzt, was ich sehr genieße, wodurch auch viel Lebendigkeit in meinem Leben ist. Also ich spüre schon auch, dass es richtig ist. Es ist halt, ja, aber genau dafür habe ich ja diese krasse Veränderung eingeleitet, um diese Ängste zu spüren, mich mit denen auseinanderzusetzen. Was ich auch schon sehr genieße an diesem neuen Lebensabschnitt, von dem ich ja auch nicht weiß, wie lange er gehen wird oder was überhaupt passiert, dass ich gemerkt habe, dass sich meine Werte verändern. Dass wirklich der Moment zählt, dass die Menschen zählen, mit denen ich zusammen bin und weniger die materiellen Dinge. Ich habe jetzt nur noch wenige Klamotten, mit denen ich reise. Und eigentlich ist es gerade umso weniger, je besser, weil da muss ich nicht so viel tragen, wenn ich umherziehe. Und ein weiteres Thema, was ich schon kenne und was sich jetzt zeigt, ist meine Angst, nicht willkommen zu sein. Was, ja, was in dem Zusammenhang natürlich sehr herausfordernd ist, sehr schwierig ist, weil ich ja genau darauf angewiesen bin. Oder was heißt angewiesen? Also ja, dass ich einfach Freunde besuche und mich dem stelle, so, und das zu spüren, dass ich willkommen bin. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nur, dass es da ist und dass ich mich freue, wenn ich mehr Kontakt dazu habe, dass ich in diesem Leben, in dieser Welt, bei den Menschen willkommen bin und das, was ich in anderen Videos immer sage, dass das aus Liebe passiert, das möchte ich damit auch einfach immer weiter tiefer üben. Ja. So geht es mir gerade. Und ich teile das wahrscheinlich, um, ja, wenn du selber in dieser Situation bist, um
dir zu zeigen, dass du nicht alleine bist. Vielleicht macht es dir auch Mut. Vielleicht siehst du das Video auch ein Jahr später, nachdem es entstanden ist, und siehst, wie mein Weg weitergegangen ist, weil ich bin fest davon überzeugt, dass ich mehr und mehr in das Vertrauen reinkomme und ich immer glücklicher werde. Und dabei hilft mir zum Beispiel auch die Meditation. Sowohl bei der Geh- als auch bei der Sitzmeditation lächle ich mir immer zu. Und ich merke, dass sich das was in mir verändert. Und auch überhaupt das Meditieren, das Beobachten meiner Gedanken, das wahrhaftige, authentische Sein. Das hilft mir gerade. Auch das in der Natur sein. Das war zum Beispiel auch, ja, das habe ich noch vergessen, ein Punkt, ne, dass ich in Thailand gemerkt habe, wie gut mir die Natur tut und wie schön es ist, da von Natur umgeben zu sein und die Fülle zu spüren. Ja, und das bin ich jetzt. Ich bin jetzt in der Natur und ich merke, ich war jetzt gerade 2 Stunden spazieren, wie gut mir das tut. Egal, was da sonst für Ängste und Befürchtungen, Traurigkeiten da sind, dass die Natur das irgendwie auffängt. Ja. Ich glaube, ich lasse es an der Stelle. Und ich danke dir, dass du Zeugin warst, dass du Zeuge warst und ja. Ich wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg und ja, bis bald. Ciao. Ich bin sehr dankbar für das April-Video, das ich gemacht habe, weil mir das jetzt gerade sehr viel Halt gibt. Das Video, ich mache so eine Jahreszyklus-Serie, wo ich über jeden Monat die Qualitäten so der Monate aufzeige. Und beim April geht es um Öffnung und Schutz. Und ja, das ist genau das, was ich gerade erlebe, weil mein Projekt ja gerade mal ein paar Tage alt ist. Ganz zart. Und wenn etwas noch ganz zart und neu ist, dann braucht man auch viel Unterstützung und sich in den Momenten dann Unterstützung auch zu holen. Das ist auch was ich gerade weiter lerne, mich unterstützen zu lassen. Menschen zu fragen, die den Weg schon gegangen sind. Oder einfach mir liebe Worte schreiben zu lassen an den Punkten, wo ich gerade bin, von Freunden. Und es tut sehr gut, es gibt mir Halt, es fängt mich auf.